Bischof Felix Genn erreichte die Nachricht vom Rücktritt des Papstes im Bischofshaus in Münster. Vor der Presse zeigte er sich überrascht, aber auch dankbar für das Pontifikat Benedikt XVI. Der Rücktritt und die Erklärung zum Rücktritt von Papst Benedikt hat mich genauso wie Sie an diesem Tag heute sehr überrascht. Es ist für mich ein Akt der Größe und auch des Mutes, vor den Menschen zu bekennen, die Größe dieses Amtes lässt es nicht mehr zu, dass meine Kräfte dafür zur Verfügung stehen. Das sagt er in aller Demut und Bescheidenheit und sagt, dass er das auch in großer Freiheit getan hat. Mich bewegt das persönlich sehr, weil ich ihm auch sehr verbunden bin. Ich bin ja ein Jahr lang in Regensburg in seinen Vorlesungen gewesen und konnte ihn in den darauffolgenden Jahren immer wieder persönlich erleben, auch in den Gesprächen, die ich mit ihm hatte und den Begegnungen während seines Pontifikates. Dabei ist mir immer aufgefallen, er ist der bescheidene Mensch geblieben und er ist derjenige, der bei einem Gespräch immer nicht ausschweifend, sondern sofort zentral auf den Kern des jeweiligen Themas gekommen ist. Ich denke, dass es noch Zeit haben wird, um all das zu würdigen, was er in seinem Pontifikat geleistet hat. Es ist ja ein Pontifikat auch der Überraschungen, sowohl die Wahl wie auch jetzt der Rücktritt, aber auch die Art und Weise, wie er den Menschen begegnet ist in den unterschiedlichen Ländern der Erde. Er ließ sich in kein Schema pressen. Man hat gedacht, der kann das nicht, so auf Menschen zugehen, und er konnte es. Er hat uns immer wieder auch überrascht mit manchen Äußerungen, die sich eben nicht in irgendein Schema pressen lassen. Ich denke zum Beispiel an die umstrittene Rede, die er in Freiburg gehalten hat, aber auch an die Rede, die er im Bundestag dem deutschen Volk, ich möchte fast sagen, geschenkt hat und den Verantwortlichen unseres Staates. Was mir vor allen Dingen als bemerkenswert erscheint, ist die Tatsache, dass es wohl kaum einen Papst gegeben hat, ich möchte behaupten keinen, der so wie er die Kraft der Vernunft betont hat, natürlich im Zusammenspiel und im Zusammenhang des Glaubens. Und er wird sicherlich auch über seine Amtszeit hinaus noch viele Menschen mit dem beschenken, was er literarisch geleistet hat, sowohl in den zurückliegenden Jahren und, so hoffe ich, auch in den kommenden Jahren. Wir werden noch manches Wort von ihm brauchen können, das er uns schenkt, ohne dass er, dafür, so schätze ich ihn ein, seinem Nachfolger in irgendeiner Weise in das Amt hineinregieren wird. Ich möchte auch voraussetzen und gehe davon aus, dass die Gläubigen des Bistums Münster jetzt für ihn beten werden und auch in den kommenden Wochen darum beten werden, dass er einen würdigen und guten Nachfolger finden wird, der für die Kirche das sein soll, was der Petrusdienst in seinem Kern ist, nämlich Brückenbauer, Pontifex, einer, der die Brüder und Schwestern im Glauben stärkt.